Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge. Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time to First Byte. Das hat Mittwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mittwald.de/heise. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich befinde mich heute in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Und dort, genauer gesagt, in der Abteilung für Zeitübertragung und dort, genauer gesagt, in der Arbeitsgruppe 4.4.2. Und ich bin im Büro von Dr. Dirk Piester. Hallo, Herr Dr. Piester. Was macht Ihre Arbeitsgruppe? Ja, hallo, Herr Wolf. Ja, in unserer Arbeitsgruppe sind wir dafür zuständig, die gesetzliche Zeit für Deutschland zu machen. Das heißt, wir betreiben hier Atomuhren und deren Ausgangssignale stellen die gesetzliche Zeit für Deutschland dar. Jetzt kann ich mir das, also ich sehe jetzt, ich bin hier in einem Büro, sieht aus wie ein ganz normales Büro in, ich würde sagen, in so ziemlich jedem Forschungsinstitut oder würde es ähnlich aussehen. Es gibt einen Computer und eine Wand mit vielen Zetteln dran, die bestimmte Sachen sagen, Telefonnummernlisten und alles. Hier weist bis jetzt noch gar nichts auf eine Atomuhr hin. Also die befindet sich also demzufolge nicht hier drin, ne? Ja, die Atomuhr, die ist hier im Gebäude oder beziehungsweise die Atomuhren. Das ist, wir verlassen uns nicht nur auf eine. Das ist ein extra klimatisierter Raum, der eben ganz genau definierte Umgebungsbedingungen den Atomuhren bereitstellt. Und dort laufen sie vor sich hin. Und dann gibt es noch Räume mit Messtechnik, um die Uhren eben gut zu charakterisieren, um eben sie zu überwachen, dass sie eben das tun, was sie sollen. Und dann geht es auch weiter, dass dann die Zeitsignale dieser Atomuhren eben die entsprechenden Dienste sozusagen füttern, mit denen wir dann die Zeit verbreiten für Deutschland. Und eben noch ein anderer Aspekt, wir sind ja nicht allein auf der Welt, wir vergleichen auch unsere Zeit, die wir hier machen. Also ich sage das immer so, machen. Ne? Das ist vollkommen wir richtig. Machen die Sie machen, Zeit. Ja, da kommen wir noch zu, wie die gemacht wird, da kommen wir noch zu. Aber es stimmt vollkommen aber richtig. Aber ja. Wir sind ja nicht allein auf der Welt und wir vergleichen unsere Uhren oder unsere Referenzuhr dann eben mit den Referenzuhren und Zeitskalen anderer Institute. Und zwar weltweit. Wie muss ich mir Ihren Arbeitstag vorstellen? Also was ist so, also ne, wenn Sie haben es gerade so gesagt, ne, die Uhr, die läuft ja eigentlich, also die ist jetzt auch nicht davon bedroht, dass sie jetzt jede Sekunde ausfallen kann. Ich nehme an, dass das relativ sicher ist, das Ganze. Was machen Sie denn dann? Also wenn Sie morgens reinkommen, was tun Sie? Sie gucken auf die Uhr. Genau, genau. Also das Erste ist natürlich, man schaut nach, ob alles noch läuft. Oder ob irgendwie in der Nacht was ausgefallen ist oder so. Das ist immer das Erste, der Rundgang. Und dann, wir haben auch so ein Überwachungssystem mit Alarmnachrichten. Und da guckt man eben erstmal rein, wie ist denn der Stand. Und wenn irgendwie ein Messsystem stehen geblieben ist, dann muss man es eben wieder starten und so. Das ist erstmal das Erste. Und dann, ja, und dann geht's weiter mit dem Büroalltag dann erstmal, ne? Das E-Mails machen etwas und Anfragen von Leuten, die Podcasts mit Ihnen machen wollen. Zum Beispiel, ja. Okay. Ja. Also ich habe schon gelesen, der Klassiker ist, dass Sie immer wieder gefragt werden, natürlich bei der Zeitumstellung, wie es gerade so läuft. Also das ist die ich hatte ein bisschen, das stapelt sich dann so ein bisschen, die lokalen Zeitungen berichten dann drüber, jetzt wird wieder eine genau. Zeitung gestellt und da kann man natürlich mal fix vorbeigucken, ja. Wie es in Braunschweig so aussieht. Ich würde auch zur Zeitumstellung auf jeden Fall nochmal was fragen, aber wir bleiben aber erstmal kurz bei Ihnen. Wie kommt man denn dazu, dass man hier Herr über die Zeit wird? Oder wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie Herr über die Zeit wurden? Oh, bei mir war das ein ziemlicher Zufall. Also ich hab in Braunschweig hier an der Technischen Uni Physik studiert und dann habe ich noch eine Promotion rangehangen in der Elektrotechnik, weil mir das wissenschaftliche Arbeiten Spaß gemacht hat. Und als ich damit so
fertig war, habe ich mich nach Stellen eben umgeschaut und da war hier eine Stelle frei. Und ich habe eigentlich Halbleitertechnik gemacht, von Haus aus. Und ich fand das hier aber interessant, dass in dieser Arbeitsgruppe, das ist so die Schnittstelle zwischen Dienstleistung, also wir machen ja eben die Zeit für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft und wir haben eben auch einen gewissen Forschungsaspekt daran. Und das fand ich eben sehr attraktiv, dass man eben so an dieser Schnittstelle sitzt und eben Forschung macht und eben aber auch Dienstleistung für die Gesellschaft sozusagen. Also ein Schuss, ein Treffer. Wie lange machen Sie das jetzt schon? Ich mache das jetzt über 20 Jahre. Also ich habe 2002 hier angefangen. Gab's da, also ich habe jetzt natürlich sofort so eine Assoziation, dass dann vom Vorgänger oder der Vorgängerin wird dann der Schlüssel zur Zeit übergeben oder so, aber sowas wahrscheinlich überhaupt nicht, sondern Sie haben angefangen und sind dann zum Arbeitsgruppenleiter geworden, oder? Ja, das bin ich ja noch nicht so lange, das bin ich ja erst ein Jahr. Vorher war es ja langjährige Chef Herr Bauch, der die Arbeitsgruppe hatte. Aber tatsächlich so, ich habe meine Stelle war tatsächlich eben auch, wurde nicht neu geschaffen damals, sondern ich habe auch die Arbeit von einem Vorgänger übernommen und da gab es auch ein bisschen Überlapp und ein bisschen Übergabe, sodass man eben da nicht gleich ins kalte Wasser gesprungen ist. Ich kann mir das so gar nicht vorstellen, wie man so eine Stelle anfängt. Also ich meine, ich verstehe total den Aspekt, den Sie gesagt haben, wieso man das spannend findet und das gerne machen möchte. Mhm. Aber wussten Sie vorher genau, also waren Sie sich relativ sicher, wie das dann wird? Oder nein. Hat das so halt, nee, ne? Nein, überhaupt nicht. Also es gab einen ganz klitzekleinen Anknüpfungspunkt. Ich habe während des Studiums mal einen Seminarvortrag über Cäsium-Atomuhren gehalten. Da habe ich mich mit der Thematik ein bisschen beschäftigt, habe auch das Labor hier schon besucht. Und das war wahrscheinlich auch dann, der Punkt, der mich so darauf aufmerksam gemacht hat, auf diese Stelle, oh, da ist ja was frei, da gucken wir doch nochmal hin oder da gucken wir nochmal näher hin, ob das nicht was wäre. Und so bin ich dann drauf gekommen. 2002, also, ja, Entschuldigung. Jetzt ja, nee. Es ist jetzt, ja, so was mich erwartet hat, das habe ich eigentlich nicht so genau gewusst. Das ist aber, ich denke, das ist beim, wenn man einen Job anfängt, nie genau der Fall, würde ich mal behaupten. Na, wenn es so der Berufseinstieg ist. Wenn's, ich glaube, wenn man ja, in der gleichen Sache so ein bisschen hin und her wandert, ja, dann ist das ja, wahrscheinlich natürlich eher so. Aber als Berufseinstieg ist das ja logisch. Und hat sich in den vergangenen 20, 22 Jahren, das ist wirklich lange her dann, hat sich da viel verändert? Ja, wir begleiten hier die Entwicklung der Zeitmessung. Und auch der Zeitvergleiche. Und da sind wir gerade in einem sehr großen Umbruch drin. Wenn ich jetzt mal bei meinem Gebiet der Zeitvergleiche bleibe, als ich angefangen habe, waren Zeitvergleiche über Satelliten state of the art. Das war das Nonplusultra. Und es kam in den Jahren immer mehr zum Beispiel optische Vergleiche über Glasfasertechnik dazu. Und das ist jetzt eben mittlerweile eine Technik, die wirklich etabliert ist und auch wirklich eingesetzt wird. Und wir haben hier Verbindungen zu anderen Instituten, auch zum Beispiel zur Deutschen Telekom, machen wir Zeitvergleiche über Glasfasern. Und das ist jetzt eben von dieser Funktechnik hin zur optischen Technik, das ist so eine Entwicklung, die wir gerade hier mitmachen. Ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen technisch weiter drauf eingehen können, aber vorher möchte ich gerne die Atomuhr kurz erklärt haben. Also ich habe hier natürlich gnadenlos stundenlange Vorbereitung im Sinne von, ich habe den Wikipedia-Artikel aufgemacht und da steht drin, eine Atomuhr ist eine Uhr, deren Zeittakt aus der charakteristischen Frequenz von Strahlungsübergängen der elektronenfreien Atome abgeleitet wird. Die Worte ist, eine und Uhr, verstehe ich alles, Atome wahrscheinlich auch, aber den Zusammenhang null. Aber jetzt wird es noch schöner, bei Ihnen steht dann auch noch, die Sekunde ist definiert durch das 9 Milliarden, ist das Milliarden? Ist ah, das? Ja, ja. Ja, ja. Milliarden 192.631.770-fache der Periodendauer, der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von 133 CS-Atomen entsprechenden Strahlung.
Sehr fantastisch, aber ich habe trotzdem noch nicht verstanden, wie die Atomuhr funktioniert. Genau, okay, wir bleiben jetzt. Dann fangen wir mal an. Also die Sekundendefinition ist über ein Cäsium-Atom definiert. Und das hat man deswegen gemacht, weil Atome sind ununterscheidbare Teilchen. Wenn ich jetzt eine Definition mache, ich gucke mir eine atomare Eigenschaft an und leite daraus oder baue damit eine Uhr, dann kann ich das hier machen, dann kann ich das in einem anderen Land machen, auf einem anderen Kontinent. Und weil es ununterscheidbare Teilchen sind von der Physik, wird, wenn ich es richtig mache, überall das Gleiche herauskommen. Also das Ergebnis wird identisch sein im Rahmen der Unsicherheiten, die ich versuche, so klein wie es möglich zu bekommen. So, was gucke ich mir jetzt an bei diesem Atom? Ich kann zum Beispiel ein Atom mit elektromagnetischer Strahlung bestrahlen. Also das sind Radiowellen und die haben eine Frequenz. Und Frequenz ist sowas wie Ereignisse pro Zeit. Also da steckt schon der Begriff Zeit drin und das ist Frequenz letztendlich der Kehrwert der Zeit. Und ich kann das Atom dazu bringen, diese Wellen, im Fall der Cäsium-Uhr sind es Mikrowellen, zu absorbieren. Aber das machen sie nur dann, wenn ich genau eine charakteristische Frequenz treffe. Wenn ich die Frequenz etwas zu hoch wähle oder etwas zu niedrig, dann passiert nichts. Wenn die Atome aber diese Frequenz absorbieren, dann ändern sie ihren, jetzt kommt's, quantenmechanischen Zustand. Und das kann ich messen. Ich kann also durch eine geschickte Messapparatur genau das herausfinden, ob die Atome die Radiowellen oder die Mikrowellen absorbiert haben oder nicht. So, jetzt mein sehr begrenztes und das Wissen über Quanten ist ja doch, ist da nicht der Punkt, dass wenn ich hingucke, dann beeinflusse ich die Messung? Aber das spielt da nicht rein, oder? Das spielt in dem Sinne, in dem Fall nicht rein. Okay. Das sind quantenmechanisch, heißt in dem Fall, dass so ein Atom kann eben nur bestimmte Energien absorbieren oder auch entsprechend dann Photonen emittieren, wenn das wieder ihren den Zustand zurückwechselt. Und da gibt es eben nur diskrete. Und das ist eben die Quanteneigenschaft in diesem Zusammenhang. Da gibt es nur ganz diskrete, ganz charakteristische Frequenzen, die ein Atom absorbieren kann. Und das ist in dieser Sekundendefinition, da steht eben genau mit diesen hyperfeinen Strukturniveaus und so, das ist genau die Vorschrift, welche Absorption schaue ich mir an. Das Atom hat zig von der Sorte, aber man, ne, das ist ja dann auch eine Mehrdeutigkeit und das muss man eben genau definieren. Und das wird dann eben gemacht. Und wie sieht dann das Messgerät aus oder wie wird es dann gemessen? Also das mit dem Mikrowellen kann ich mir alles vorstellen. Genau, es ist erstmal, es gibt verschiedene Generationen. Ne? Also die klassische Atomuhr ist in ihrer Bauweise so, dass man auf der einen Seite hat man einen Ofen, da ist das Cäsium drin in flüssiger Form und der Ofen ist so ca. 100 Grad heiß und dann hat man einen gewissen Dampfdruck und man erzeugt einen Dampfstrahl von diesem Cäsium. Und dieser Dampfstrahl fliegt dann durch einen Resonator, durch einen Mikrowellenresonator. Und in diesem Mikrowellenresonator werden diese Cäsiumatome, dieser Cäsiumdampfstrahl mit elektromagnetischer Strahlung oder mit Radiowellen oder, bestrahlt. Und dann habe ich noch Messeinrichtungen in Form, typischerweise klassisch in Form von Magneten. Und da kann ich eben durch die Ablenkung dieser Atome in diesen Magneten feststellen, ob sie jetzt nun absorbiert haben, die Strahlung, oder nicht. Und dann, was ich dann mache, ist einfach nur, dass ich die Frequenz etwas verstimme und versuche so anzupassen, dass sie eben genau diesen Übergang vollziehen, dass sie eben genau diese Strahlung absorbieren. Und wenn das stattfindet, dann habe ich genau die Frequenz der Sekundendefinition. Das ist ziemlich kompliziert. Nee, das ist überhaupt nicht. Nee, also da, ich habe jetzt total ein Bild vor Augen und ich hoffe, dass die Leute, die zuhören, das auch so ein bisschen haben. Aber im Zweifelsfall kann man sich das auch nochmal angucken. Aber also ich finde, fand das sehr gut erklärt. Ich habe jetzt nur also zwei Sachen, die mir einfallen dazu. Das erste ist, diese Apparatur
mit dem Dampfstrahl und allem, die muss 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen. Das machen sie, ja, genau. Und das genau, tut das sie. Sie. Genau. Die darf nicht aufhören, also das ist ja eine die Messung muss kontinuierlich stattfinden. Ja, da gibt es jetzt auch, klar, also diese klassischen Atomuhren, wie ich sie gerade beschrieben habe, das sind Uhren, die laufen durch. Und diese Frequenz, mit der ich jetzt diese Atome abfrage, die ich auf die Atome einstrahle, die wird abgeleitet von einem Quarz. Und Quarz kennt man, das gibt es auch verschiedene Qualitäten, ne, in PCs, die haben meistens einen nicht so hochqualitativen Quarz. Dann bis zu Uhren, und also Armbanduhren oder auch professionelle Uhren und eben auch in Atomuhren ist auch oft ein Quarz eingebaut, der dann eben diese Frequenz erzeugt. Und der läuft an sich durch. Das ist letztendlich dann das Schwungrad sozusagen. Und das binde ich an eben an diese charakteristische Frequenz der Atome. Und da wird es dann sozusagen, am Ende wird es dann aus diesem Quarz sozusagen, wird dann generiert. Jetzt sehe ich, Sie haben keine Quarzuhr, Sie haben eine Smartwatch. Ich bin mit einer, wie immer, mit einer Handaufzugsarmbanduhr da, aber Sie haben eine eigene Uhr und da gucken Sie auch drauf. Oder haben Sie die zu Fitnesszwecken? Das ist einfach zu Fitnesszwecken. Alles klar. Das ist ja immer die Sache. Nee, heute will ich noch zum Laufen gehen. Alles klar. Ich die Uhr um. Die zweite Frage, die sich mir stellte, war, dass ich kann mir das heutzutage alles vorstellen, weil man sich das alles immer so mit Computern und allem, man kann sich das alles vorstellen, die IT wird es irgendwie regeln. Aber Atomuhren gibt es ja schon eine ganze Weile. Hat sich da was verändert oder war das früher viel komplizierter? Auch das Einstellen und so. Ich stelle mir das vor, früher hat man da wahrscheinlich an irgendwelchen Rädern drehen müssen oder irgendwas. Wie haben die Leute das gemacht oder wie hat sich das verändert? Es gibt eine Reihe von Atomuhrprodukten, die Referenzen für viele Anwendungen darstellen. Zum Beispiel die Telekom verwendet auch so Cäsium-Uhren für die Synchronisierung des Internets. Das sind Designs, die sind schon eigentlich einige Jahre alt, also viele Jahre. Da hat sich nicht so viel getan an der Stelle. Andererseits gibt es auch eine Miniaturisierung. Und es gibt mittlerweile sogar Chip-Scale Atomic Clocks. Das hat man die Vitamin, also ne, immer verkleinert. Und es kommt zum Beispiel, ist es interessant, wenn Sie einen GNSS-Empfänger haben, also einen Empfänger, der zur Positionierung geeignet ist. Und wenn Sie eine gute Referenzfrequenz haben, mitbringen von Haus aus und nicht einen billigen Quarz einbauen, sondern eben so eine Chip-Scale Atomic Clock, dann können Sie wesentlich schneller die Satelliten tracken und auch wesentlich schneller Ihre Positionen bestimmen. Und das ist zum Beispiel so eine neuere Entwicklung. Also eine Anwendung, nämlich das ist auch so das klassische Ding, was man immer liest, ne? Das GPS, Positionsbestimmung, das ist eine der großen Sachen, die für diese genaue Zeitmessung hinzugekommen sind. Da kommen wir auch noch hin, aber ich würde jetzt vorher noch mal mich mit der Uhr und der Uhrzeit kurz rumschlagen wollen. Also Sie machen hier eine Zeit und die gilt und wird ausgestrahlt, zum Beispiel über den Funksender und erreicht zum Beispiel auch die Funkuhren und gilt für ganz viele Leute. Und Sie haben aber schon gesagt, es gibt ja auch noch andere in anderen Ländern, die das auch machen. Und jetzt haben wir festgestellt, oder Sie haben es gesagt, das ist ein Verfahren, die Sache an sich ist überall gleich. Trotzdem gibt es da Unterschiede, oder? Also die Zeiten überall auf der Welt sind nicht überall gleich, obwohl sie alle das Gleiche messen. Ja, also man muss jetzt erstmal schauen, welchen Aspekt beleuchten wir jetzt. In einigen Laboren werden primäre Atomuhren entwickelt. Das sind dann diese Cäsium-Uhren, die gemäß der Sekundendefinition eben einen gleichmäßigen Sekundentakt generieren. Und da sind die Cäsium-Fontänen-Uhren, das ist eine besondere Art. Da werden die Atome nicht erhitzt, wie ich das in einem Ofen, wie ich das erläutert habe, sondern werden sie abgekühlt mit Hilfe von Laserlicht. Man entzieht den Energie und kann durch dieses Abkühlen eine wesentlich genauere Realisierung der Sekunde hinbekommen. Noch genauer. Noch genauer. Da sind also, wie gesagt, bei diesen eigenentwickelten thermischen Uhren, also mit dem Ofen, da schafft man 14 Stellen nach dem Komma. Mit den Cäsium-Fontänen-Uhren ist man bei 16 Stellen nach dem Komma.
Und das ist im Augenblick so das Stand der Dinge, was primäre Uhren, also was so Cäsium-Uhren leisten können. Es gibt auch moderne Entwicklungen. Das hatte ich schon kurz erwähnt, dass man in den optischen Bereich geht. Es gibt optische Uhren, da schaut man sich dann andere Übergänge an, mit Licht teilweise. Und da kommt man schon auf 18 Stellen nach dem Komma. Dann hat man die Unsicherheiten, mit der die Frequenz ausgemessen werden kann, kann man auf 18 Stellen nach dem Komma mittlerweile ausmessen oder charakterisieren. Und das ist schon wirklich fantastisch. Das ist ein ganz großes Thema für die Grundlagenforschung. Die hier auch stattfindet, die auch hier im Haus stattfindet. So, und jetzt haben Sie vielleicht eine, die macht 16 Stellen, das ist eine primäre Uhr. Und in Dänemark, keine Ahnung, vielleicht steht eine, die hat 14 Stellen. Und dann sind die ja nicht exakt gleich vielleicht. Nein. Also im Prinzip in so diese primären Cäsium-Uhren, das sind in Europa, sind das zum Beispiel die Kollegen in Frankreich, in Paris, in Italien, in England, die solche Uhren entwickeln, wie wir, USA, dann weiter und ja, Japan, China, gibt noch ein paar andere. Jeder hat so sein eigenes Konzept. Man schaut natürlich sich auch ein bisschen was ab und wie machen das die einen, wie machen das die anderen, aber jeder hat so im Prinzip, das ist ein bisschen sportlicher Ehrgeiz auch, wie weit runter kriege ich denn dann meine eigene Unsicherheit. Und das macht man im Labor. Man hat eben Einflussgrößen, charakterisiert die und kriegt dann irgendwann einen Wert. Ich kann jetzt eben, 3 mal 10 hoch minus 16 ist meine Unsicherheit zum Beispiel. Und wenn das dann die Kollegen in den USA auch behaupten, muss man irgendwann einen Vergleich machen. Und dann sieht man, ob dann die Uhren so gut miteinander übereinstimmen. Wie vergleicht man die? Also sie können die ja nicht nebeneinander halten. Ja, das gibt's auch. Es gibt auch eine transportable Cäsium-Uhr zum Beispiel, die mal auch zwischen Laboren transportiert wurde. Aber das macht man in der Regel über Satellitenzeitvergleichsverfahren. Da gibt es 2 Stück. Einmal das GNSS, also Global Navigation Satellite Systems. Klassisch eben GPS, dass man sich auf dieses System fokussiert. Und dann vergleicht man eben die Zeiten oder die ausgesendeten Signale der Satelliten mit den eigenen Uhren am Boden. Und ja, wenn ich das Prinzip kurz erläutern kann, auf jedem GPS-Satelliten sind auch Atomuhren an Bord. Und aus denen abgeleitet senden die Satelliten ein Zeitsignal aus. Und wenn ich jetzt die Position zum Beispiel bestimmen will, muss ich eine Reihe von Satelliten empfangen. Das sind von den räumlichen Koordinaten her 3. Aber dann hole ich mir meistens noch einen 4. brauche ich noch dazu, um die Zeitinformation auch zu bekommen. Und dann kann ich eben die genaue Position bestimmen. Oder alternativ, wenn ich die Position festlege, kann ich die Zeit bestimmen. Und dann kann ich eben sagen, meine Uhr am Boden ist so und so unterschiedlich von der Uhr auf dem Satelliten. Das mache ich hier und das machen die Kollegen zum Beispiel in Frankreich oder in den USA. Und dann tauschen wir einfach die Messdaten aus. Und es ist einfach eigentlich ist es eine simple Subtraktion, die man dann macht. Und dann hat man eben die Uhrendifferenz. Dann hat man genau die Differenz zwischen den Uhren. So, und wenn die jetzt aber unterschiedlich sind, was macht man dann? Also jetzt können ja nicht die Franzosen auf der 14., 15. Stelle plötzlich eine andere Zeit haben als wir. Also können Nein. sie natürlich, aber ist das dann da dann doch? Also es gibt weltweit so circa 12 von diesen Cäsium-Uhren, die auf dem höchsten Niveau arbeiten. Und es gab auch internationale Vergleiche und diese Vergleiche gehen auch in die koordinierte Weltzeit mit ein. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist eben ein Punkt, wo eben die Uhrendaten gesammelt werden. Und es gab auch Untersuchungen, wie gut stimmen die überein im Rahmen ihrer Unsicherheit. Und man kann ganz gut sagen, dass die Welt der Fontänen okay ist, dass die in Ordnung ist. Also sie stimmen natürlich nicht perfekt überein, das ist ja klar, jede bringt ihre eigene Unsicherheit mit, aber im Rahmen der Unsicherheiten stimmen sie ganz gut überein. Da gibt es keine Ausreißer.
Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis. Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time to First Byte. Das hat Mittwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mittwald.de/heise. Und dann wird sich auf die Weltzeit geeinigt. Genau, also das ist ein mehrstufiger Prozess. Ne? Also ich habe ja schon von diesen kommerziellen Uhren gesprochen. Da gibt es auch verschiedene Arten von denen. Und wir haben auch einige. Und wir vergleichen unser Uhrenensemble mit unserer Referenzzeitskala, die wir hier generieren. Und das machen die anderen Zeitinstitute weltweit auch. Es gibt so ca. 80 Zeitinstitute weltweit und insgesamt so 400 Atomuhren in diesen 80 Zeitinstituten. Die vergleichen wir untereinander, zum Beispiel über GNSS. Es gibt noch ein anderes Verfahren über Telekommunikationssatelliten. Aber so sind weltweit gibt es ein Netzwerk eben von Uhren, die miteinander verglichen werden. Und diese Messdaten, die da anfallen, die schicken wir alle beteiligten Institute schicken die zum BPM. Das BPM sitzt in Paris, das ist das internationale Büro für Maße und Gewichte. Das kennt man vielleicht so, ja, das ist das, wo früher mal der Urmeter lag und das Urkilogramm, das sind aus der Historie, das sind Sachen, die sind jetzt nicht mehr die Definition für Länge und für das Kilogramm, aber das, daher kennt man vielleicht dieses BPM. Aber die kümmern sich eben auch um die Weltzeit. Und was die jetzt machen, die nehmen diese ganzen Uhrendaten und bilden daraus einen Mittelwert, einen gewichteten Mittelwert. Die geben jeder Uhr, die daran teilnimmt, ein Gewicht, je nachdem, wie stabil sie ist. Das kann man ja charakterisieren, indem man eine einzelne Uhr gegen das restliche Ensemble zum Beispiel vergleicht. Dann kann man sagen, okay, diese Uhr ist jetzt besonders stabil und sie bekommt ein besonders hohes Gewicht. So. Ich hake kurz ein. Ich sehe da eine Möglichkeit für Wettbewerb. In dem Ranking, wo sind Sie da so positioniert? Ja, lassen Sie mich kurz das Bild komplett machen. Ja. Das ist jetzt erstmal ein Mittelwert aus allen kommerziellen Uhren weltweit oder aus allen Uhren, die betrieben werden. Jetzt fehlen noch die primären Uhren. Die sind da nicht unbedingt Teil. Und die primären Uhren charakterisieren nun die Referenzzeitskalen, die lokalen, oder charakterisieren nun eine Uhr, die beiträgt in ihrer Frequenz. Und damit, mit diesen Daten, kann man dann im Prinzip dieses große Uhrenensemble nochmal kalibrieren auf die genaue Sekundendefinition, sodass dann letztendlich noch eine Frequenzkorrektur angebracht wird. Das ist alles auf dem Papier, das wird alles im Rechner gemacht. Ne? Das Endresultat ist dann, wir kriegen als Information zurück, inwieweit unsere Referenzzeitskala von dieser berechneten Weltzeit abweicht. Ja, und jetzt nochmal zu diesem Wettbewerbsaspekt. Da gibt es, es gibt keine Bundesliga oder sowas oder irgendeine Tabelle oder so. Aber man guckt schon auf gewisse Aspekte. Ne? Zum Beispiel wir in der PTB hier. Wir sind immer sehr bedacht, oft Beiträge eben zu dieser Sekundendefinition zu liefern. Also wir machen das jeden Monat und sind mit zwei Fontänenuhren und zwei klassischen Uhren dabei. Und damit sind wir sehr weit vorne. Also so viele Beiträge macht kein anderes Institut. Und die Unsicherheit, mit der unsere beste Fontäne beiträgt, ist auch oft die kleinste. Das heißt, die hat das höchste Gewicht dann bei dieser Kalibrierung. Es gibt andere Aspekte, wenn Sie sagen, die Anzahl der Uhren, ne, die zum Ensemble beitragen. Da gibt es zum Beispiel das United States Naval Observatory. Die sitzen in Washington und die sind für die GPS-Zeit zuständig. Die tragen mit weitaus am meisten Uhren dabei. Also die stellen, glaube ich, so 30% der Uhren dieser 400 beitragenden Uhren. Da kommen wir lange nicht mit. Wir haben ein ganz kleines Ensemble nur. Das ist nicht unser Hauptaugenmerk. Also
Also man muss sich eben auch entscheiden, ne? Was genau, ich wollte gerade sagen. Wenn man irgendwo vorne sein will, ja. Also überall vorne, wenn man unendlich Mittel hätte, könnte man das natürlich machen, aber das ist ja nicht der Fall. Ne? Ich finde, Klasse statt Masse ist ein schöner Spruch dafür. Finde ich auch. Jetzt ist nur die Sache, die mir noch eingefallen ist, klar, das ist überall gleich, das ist weltweit, passiert da dann das Gleiche. Gibt es trotzdem Störfaktoren, die man versuchen muss, klein zu halten, die man minimieren muss, die Einfluss nehmen könnten? Störfaktoren jetzt in Bezug auf die Messung, also und auf den Vorgang mit der Cäsiumfontäne oder aber auch eben auf den Ofen bezogen? Ja, es gibt eine Reihe von Sachen. Man muss zum Beispiel erstmal relativistische Korrekturen anbringen. Je nachdem, auf welcher Höhe man ist, hat man eine andere Gravitationsrotverschiebung. Und das ist, muss man schon, also bei den Cäsium-Fontänen-Uhren, schon deutlich mit einberechnen. Man muss das Magnetfeld abschirmen. Man muss im Prinzip ein Kompensationsfeld um den Messbereich aufbauen und solche Sachen. Das ist alles, ja. Gibt es einen Ort, der besser geeignet ist für diese Zeitmessung? Oder sagen Sie, ach, den schafft man sich dann? Also, ne, man könnte ja sagen, keine Ahnung, also für jedes astronomische zum Beispiel Vorhaben, was man hat, gibt es natürlich perfekte Orte dafür. Aber für die Zeitmessung? Oder? Ja, eine gute Laborausstattung ist schon das Wichtigste. Man braucht ein vernünftiges Gebäude. Jetzt die modernen Uhren, also die Cäsium-Fontänen-Uhren und auch jetzt diese neuesten optischen Uhren, die wird man nicht im Hochhaus irgendwo im x-ten Stock irgendwie unterbringen, sondern man braucht da schon ein gewisses eine ruhige Umgebung, zum Beispiel erschütterungsarm und sowas. Das spielt da schon rein. Aber ansonsten ist mehr so die Infrastruktur wichtig. Ne? Also gerade bei Stichwort Uhren braucht man zum Beispiel gute Stromversorgung. Das ist nicht zu vernachlässigen, sowas. Ne? Und gibt es das hier mit Backup und so? Ja, Generator haben wir alles. Ja. Wir haben Batteriepufferung und Diesel Backup noch. Und weil Sie es am Anfang auch so schön gesagt haben, Sie gucken morgens, ob die Uhr noch tickt. Gab es denn mal, was sind so Schwierigkeiten, was sind Dinge, die auch... Toi, bislang noch nicht. Also. Ja, aber man muss schon auf die Grundlagen achten, ne? Also eben, ne? Stromversorgung, das ist, ja, damit steht und fällt erstmal alles, ne? Ja, was so passiert ist typischerweise, dass Messdaten nicht so aus... Wir haben viel automatisiert. Da laufen Skripte, die Messdaten von A nach B schaufeln. Und manchmal hakt das im Netzwerk und so. Und dann passiert das eben nicht. Und so, und dann muss man eben gucken, warum. Das ist so typischerweise. Geht auch mal eine von den kommerziellen Uhren kaputt. Ne? Also, aber nicht die Primäre? Die Primäre noch nicht. Nee. Aber wir mussten aber auch schon mal wechseln. Ne? Also das dann eben... Also unsere Zeitskala... Das habe ich jetzt noch gar nicht so genau erläutert. Das ist eine Atomuhr, die haben wir ausgewählt. Das ist die momentan beste für den Zweck. Die liefert das Signal und das wird gemessen gegen unsere Cäsium-Fontänen-Uhren. Und dann kalibrieren wir die täglich. Also es ist ein automatisierter Prozess natürlich auch wieder. Und dann gibt es jeden Tag eine Frequenzkorrektur. Und dann gibt es dann eben ein Gerät, das eben genau diese Frequenzkorrektur anbringt. Und der Ausgang von dem Gerät ist unsere Referenzzeitskala. Und ja, die Uhren haben nicht eine ewige Lebensdauer. Ne? Und irgendwann muss man eben wechseln. Und das passiert dann schon mal. Wir gucken uns die Parameter an, die Betriebsparameter. Und wenn dann irgendwas, okay, dann müssen wir mal wechseln. Und das ist dann alles einmal runtergefahren, dann wieder hochgefahren und dann... Aber es darf ja eigentlich keine Unterbrechung sein, oder übernehmen die anderen Uhren dann für den... Ja, genau. Und man kann die ja auch nicht einfach so kaufen oder einen Bausatz irgendwo kaufen. Also Sie müssen die ja auch komplett selber entwickeln, richtig? Ja, das sind immer zwei Sachen. Ich habe immer das gesagt, so, es gibt diese kommerziellen Uhren, die kann man kaufen. Und das sind eben Uhren, die gibt auch verschiedene Arten. Es gibt auch da Cäsium-Uhren, das hatte ich schon kurz erwähnt. Die sind aber nicht so gut wie die sind nicht auf die kleinste Unsicherheit gezüchtet, sondern eben auch auf kompakte Bauformen und auch auf Dauerbetrieb sind die ausgelegt. Und dann gibt es noch sogenannte Wasserstoff-Maser, nennen sich die.
die rauschen wenig. Und das heißt, die wackeln in ihrer Frequenz nicht hin und her. Also die sind sehr, sehr stabil. Kurz, aber allerdings nur kurzzeitstabil. Es ist von der Technik so, dass man hat es nicht in den Griff gekriegt, dass die Frequenz exakt auf einem Niveau bleibt. Sondern sie driften über lange Zeiten über Tage in ihrer Frequenz weg. Das heißt, man kann mit ihnen nicht sowas wie ein primäres Normal machen, was eben eine genau definierte Frequenz herausgibt. Und deswegen kalibrieren wir diese Frequenz dieser Wasserstoffmesser mit unseren Cäsiumfontänen. Und das machen wir jeden Tag in einem automatisierten Prozess, sodass eben immer eine konstante Frequenz herauskommt. Also auf jeden Fall ordentlich zu tun und ordentlich Verantwortung auch, weil das hatten wir jetzt am Anfang schon mal so ein bisschen. Es gibt dann ein Funksignal, das wird von einer, ich habe jetzt diese Bezeichnung gar nicht hier, DC irgendwas heißt sie, ne? Das ist eine Antenne und dann geht das raus an alle Funkuhren. Ja? Genau, der DCF77, das ist der Langwellensender DCF77, der steht in Mainflingen bei Frankfurt. Und von dort aus geht das Signal, was eben alle Funkuhren steuert. Das ist der klassische Zeitdienst bei uns für Deutschland im Prinzip. Und der ist so dimensioniert, dass der de facto eine Reichweite von 1000 bis 2000 Kilometern hat, also fast Europa abdeckt. Das hat seinen Grund darin, dass man eben eine gewisse Leistung braucht, um eben auch unter ungünstigen Bedingungen oder mit kleinen Antennen einen zuverlässigen Empfang sicherzustellen. Ja, und am Senderort betreiben wir auch eine Gruppe von Atomuhren, 3 Stück, die sich gegenseitig überwachen und von einer nachgeschalteten Elektronik angeschlossen an diesen Uhren abgeleitet wird dann das Signal, was die Funkuhren steuert. Und damit sind wir bei der Zeitumstellung. Denn die Funkuhren kriegen natürlich das Signal und dann zweimal im Jahr, kriegen die ein anderes Signal. Ich habe hier einen Bericht aus dem Jahr 2000 von der, was ist das, RP, oh Gott, Rheinische Post, oh Gott, bitte, man verzeihe es mir, ich habe keine Ahnung, ich sehe bloß den Link. Das dann sozusagen mitunter zu Chaos kommt. Die Uhren kriegen das Signal, denken aber, nee, das kann jetzt alles nicht sein und dann brauchen sie ein paar Minuten, bis sie sich dann umgestellt haben. Die Funkuhren, die man jetzt am Arm trägt oder die irgendwo stehen. Das ist die Zeitumstellung. Wie stehen Sie als Meister der Zeit zur Zeitumstellung? Ja, das gehört zu unserem Job. Teilen Sie mit persönlicher Meinung dazu. Sind Sie eher so, dass Sie sagen, macht mir nichts aus, mir doch egal? Oder ist das also? Ich bin ja ein bisschen älter schon und ich habe die Einführung mitbekommen als Kind. Als das 1980 war das, glaube ich, losging mit der Zeitumstellung. Ich fand es spannend damals. Ich fand das toll. Oh, die Uhren werden umgestellt. Und das so. Ist schon Wahnsinn. Also ich fand das eigentlich, also daher habe ich eigentlich so einen positiven, so eine positive Meinung zur Zeitumstellung. Also ich merke, ich habe persönlich keine Belastung dadurch. Ich muss am Sonntag ja auch nicht arbeiten. Ne? Das ist vollkommen richtig. Und einmal geht es ja auch in die andere Richtung. Einmal geht es in die Richtung, einmal in die Richtung. Okay, dann gehen wir mal davon weg und zu einer Sache, die man nicht so diskutieren kann, aber die trotzdem wichtig ist. Es gibt auch eine Schaltsekunde. Ja. Was ist das eigentlich? Ja, da kommen wir wieder zurück zur Weltzeit. Man hat die Zeit, also die koordinierte Weltzeit, UTC, auf Basis von Atomuhren definiert. Und das ist eben eine Zeitskala, die wirklich mit Atomuhrgenauigkeit, eben mit diesen vielen Nachkommastellen, eben regelmäßig und genau vor sich hin tickt. Man möchte aber allerdings nicht ganz die Erde dabei vergessen. Und die Erde ist in ihrer Rotationsdauer leider nicht so stabil und sie über lange Zeiten bremst sie immer mehr ab. Und das führt dann dazu, dass eben 12 Uhr UTC nicht mehr genau übereinstimmt mit 12 Uhr über dem Nullmeridian
durch Greenwich. Das ist eben das Klassische, das kennt man noch, dieses Wort Greenwich Mean Time, was man noch so kennt. Also da ist eben das definiert und das sollte übereinstimmen. Und dadurch, dass die Erde sich über lange Zeiten abbremst, läuft das auseinander. Und man hat eben gesagt, ja, man möchte das innerhalb einer Sekunde halten. Und wenn das eben die Erde immer weiter abbremst, sodass mehr als eine Sekunde aufläuft, wird eine zusätzliche Sekunde eingefügt. Und das ist diese Schaltsekunde, also eine zusätzliche Sekunde in die UTC-Zeit eingefügt. Und dann hat man eben zum Jahreswechsel eine zusätzliche Sekunde. Eine andere Möglichkeit ist, vom Juni, also am letzten Junitag, kann man auch eine Schaltsekunde einfügen. Ja, und das ist auch noch interessant. Also man glaubt ja gar nicht, was es alles gibt. Es gibt den International Earth Rotation Service. Die gucken sich eben genau diese Erdrotation an und gucken eben genau auf diesen Unterschied zwischen UTC und der Erdrotation und legen das dann eben fest, wenn eine Schaltsekunde eingefügt wird. Und wir kriegen das mitgeteilt. Kann man im Internet auch googeln und sich das anschauen. Es gibt dann Ankündigungen, dann und dann wird eine neue Schaltsekunde eingefügt. Und das führt mich nämlich zu dem Punkt, dass diese gesamte Zeitgeschichte halt auch eigentlich total willkürlich ist. Also, selbstverständlich. Ja. Ne, es hat ja mit nichts Realem, also natürlich hat die Messung hat was mit was sehr Realem zu tun, also das technische Prinzip ist natürlich vollkommen klar, aber die ganze Idee von dieser Zeit ist einfach irgendwie eine ausgedachte Sache, die wir brauchen. So ganz ausgedacht nicht. Es ist eine, man kommt eigentlich von der Ortszeit her. Man guckt nach, jeder in seinem Ort, jeder in seinem Dorf, in seiner Stadt, wann haben wir 12 Uhr mittags? Und dann wird die Kirchturmuhr gestellt, 12 Uhr mittags, Sonne steht am höchsten und das macht jeder. Das gab es aber gerade in den USA im 19. Jahrhundert, als die Eisenbahngesellschaften anfingen, von Ost nach West ihre großen Eisenbahnlinien zu betreiben, Schwierigkeiten. Weil die Eisenbahn war so schnell, dass man eben dann eben von einer Ortszeit zur nächsten eben gefahren ist. Und man konnte keine richtigen Fahrpläne machen, gerade wenn auch verschiedene Linien aufeinanderstoßen. Da gab es teilweise auch verschiedene Uhren, weil jede Eisenbahngesellschaft hat dann ihre eigene Zeit gemacht. Und dann ist man irgendwann auf die Idee gekommen, wir brauchen so ein Zeitzonensystem. Und weil der Tag 24 Stunden hat, war es zweckmäßig, die Erde in 24 Stunden einzuteilen. Und so kommen wir dann eben zu diesem Zeitzonensystem. Und da kommt natürlich, das ist jetzt so halb willkürlich. Natürlich ist es willkürlich, aber man sieht auch schon eine gewisse Willkür daran. Es gibt ja nicht nur volle Stunden, es gibt auch einige Länder, die haben einen Halbstundenversatz. Australien zum Beispiel hat drei Zeitzonen, die mittlere hat einen Halbstundenversatz. Indien hat, glaube ich, auch eine halbe Stunde Zeit. Also das ist auch wieder eine hoheitliche Aufgabe, macht jedes Land so, wie es will. Und dadurch, dass eben die Dinge, an denen wir uns, also was ich damit auch meinte, war, dass selbst die Dinge, an denen wir uns orientieren, wie zum Beispiel der Sonnenstand oder so, sind ja eben nicht gesetzt. Also das ist nichts, was exakt so immer so stattfindet. Also das gibt verschiedene Aspekte, die damit reinspielen und man nimmt sich das und das ist auch total, ist ja klar, es ist ja vollkommen nützlich. Aber es ist eben auch eine menschengemachte Sache. Es gibt keine absolute Zeit im Universum, oder? Also diese ganze Prinzip ist eigentlich gar nicht da, oder? Ja, nee. Es gibt eine Zeit auf die Erde bezogen. Wir haben unsere, und die Sekundenlänge ist letztendlich abgeleitet eben aus der Erdrotation. Jetzt gucken wir mal kurz noch Richtung Ende, gucken wir mal in die Zukunft. Also wir hatten es am Anfang schon ein bisschen optische Frequenz. Also Messungen, was ist denn der Vorteil bei solchen Systemen? Wo wird es denn hingehen? Der Vorteil ist, wenn man sich die Uhrenentwicklung anschaut, ich fange mal an, also im Mittelalter gab es die ersten mechanischen Uhren. Dann im Laufe der Jahrhunderte wurden die mechanischen Uhren immer verbessert. Da hat man schwingende Systeme drin von typischerweise einem Hertz, also eine Schwingung pro Sekunde ungefähr, also Pendeluhr, wenn man sich sowas vorstellt. Die sind so in dieser Größenordnung. Dann kamen die Quarzuhren, also ist man dann in die Kilohertzen, 10 Kilohertzen und so weiter Frequenzen gekommen. Das heißt, man hat höhere Frequenzen gewählt oder schwingende Systeme mit immer höheren Frequenzen.
Und damit kriegt man einhergehend eine höhere, bessere Genauigkeit. In den 1950er Jahren war Mikrowellentechnik verfügbar, Lasertechnik noch nicht, aber Mikrowellentechnik schon. Also hat man dann eben bei den ersten Atomuhren geschaut, welche atomaren Übergänge kann ich mir anschauen mit dieser Mikrowellentechnik. Und so ist man auf die Cäsium-Definition gekommen. Und da hat man aber nicht aufgehört. Man hat eben, die Entwicklung ging weiter, Lasertechnik kam, man hat stabilisierte Laser, kann man mittlerweile betreiben, sehr gut, und kann damit auch optische Übergänge in Atomen charakterisieren. Und der Vorteil ist eben, dass viele Unsicherheitsbeiträge, die diese die Messung beeinflussen, die skalieren eben nicht mit der Frequenz. Und einfach durch simples Erhöhen oder wenn ich zu höheren Frequenzen gehe, kriege ich kleinere Unsicherheiten. Und das ist dann eben so, was mir die Technik gerade hergibt. Da versucht man eben auch dann entsprechende Uhren zu realisieren. Und jetzt sind wir sozusagen im optischen Zeitalter angekommen. Gibt es schon erste Uhren, die so auch funktionieren? Ist das schon ein Prinzip, was irgendwo angewendet wird? Also diese optischen Uhren sind erstmal fantastisch für Grundlagenforschung. Da guckt man sich an, ob Naturkonstanten veränderbar sind und so. Sie helfen auch bei dieser Suche nach dieser Dark Matter. Und bei solchen Themen, da sind sie wirklich heiße Kandidaten und werden auch eingesetzt. Es gibt auch in dem internationalen Verbund auch schon Listen von optischen Frequenzen, die als sogenannte Secondary Representation of the Second verwendet werden und sind da schon im Prinzip, spielen da im Prinzip in der gleichen Liga wie die Cäsium-Fontänen mit. Und sie werden eben charakterisiert und es tragen auch schon optische Uhren zur Weltzeit bei. Aber es ist eben, das war jetzt gerade kurz der Gedankensprung, den ich jetzt erstmal machen musste, es hat dann natürlich nichts mehr mit dem Cäsium zu tun, sondern das gesamte Verfahren ist dann anders. Und das heißt, man müsste dann eben auch man müsste auch an der Definition rütteln, weil plötzlich ist es dann nämlich nicht mehr das 9 Milliarden 102, ne? Genau. Also das ist eben genau eine Diskussion, die jetzt gerade geführt wird. Es werden Roadmaps geschrieben, es werden Kriterien oder es wurden Kriterien aufgestellt, was muss eine optische Uhr oder was müssen optische Uhren liefern, damit sie irgendwann mal die Sekundendefinition übernehmen können. Und dann wird man auf ein anderes System oder auf ein anderes Verfahren übergehen. Und das ist gerade in der Diskussion, wie genau das gemacht wird und welche Qualität die optischen Uhren dann haben müssen. Es bleibt also spannend. Und wenn es denn dann soweit kommt, dass optische Uhren hier auch in Braunschweig stehen und mit dazu beitragen. Das machen sie. Sie tragen aber noch nicht zur Weltzeit bei, oder? Nein. Aber wenn wir sozusagen, oder wenn es passieren sollte, dass diese 9 Milliarden Cäsium-Geschichte ersetzt wird, dann, dass der Werbeblock in einer Sache, liest man das natürlich bei golem.de und die Info darüber werden wir natürlich aus Braunschweig bekommen von Herrn Dr. De Piester von der Arbeitsgruppe Zeitübertragung. Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns das so schön ausführlich erklärt haben. Und ich gucke mir jetzt noch ein paar Atomuhren an und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.